Hallo zusammen, wieder ein neuer Vlog. Ich habe eine neue Idee, was das Motorrad betrifft oder sagen wir mal die ganze Community, die Gemeinschaft, die mit Motorrad zu tun hat. Und zwar möchte ich selber ein privates Motorradtreffen veranstalten. Früher gab es bei mir im Ort ein Motorradtreffen, aber das wurde letztes Jahr nicht mehr durchgeführt und angeblich sind die Auflagen zu hoch oder was weiß ich, keine Ahnung. Jedenfalls habe ich mir überlegt, die Leute, die man kennt, mit denen man früher auf diese Treffen war, einfach mal alle wieder zusammenzubekommen zu einem Treffen. Und da dachte ich mir, ich mache das mal selber. Geplant ist, einfach sich irgendwo, sagen wir mal, eine Wiese zu suchen, natürlich mit Einverständnis des Eigentümers, und dann einfach dort dieses Treffen zu machen und einfach gemütlich beisammensitzen, grillen, zelten und so weiter. Soll ja auch ein bisschen abenteuerlich sein, sonst kann man ja gleich ins Hotel gehen. Die Idee kam mir vor kurzem und da habe ich mir überlegt, das machst du jetzt mal, da guckst du jetzt mal. Und deswegen fahre ich jetzt hier gerade mal ein bisschen umher, ob man vielleicht irgendwo was sehen kann, wo man vielleicht so ein Treffen machen könnte. Als Alternative, falls sich natürlich da nichts ergeben sollte bis dahin, habe ich mir überlegt, kann man ja dann immer noch auf einen Campingplatz gehen. Und davon gibt es genug hier in der Region. Und die Preise sind auch ziemlich okay. Also wenn es dann gar nichts irgendwie zu finden gibt hier, dann gucke ich mal auf den Campingplatz. Da muss man halt diese 5 bis 10 Euro maximal dann bezahlen, ja. Und ja, da hätte man dann auch, wenn man möchte, diese sanitären Anlagen und alles. Ja, aber wie gesagt, es soll ja ein Treffen werden von 2 Tagen, also maximal eine Übernachtung. Samstag Anreise, Sonntag Abreise. Und abends dann am Samstagabend noch schön grillen, zusammensitzen, bisschen quatschen, klar, was trinken gehört dazu und dann aber nicht mehr fahren, ne? Und ja, das soll es werden. Wie gesagt, das Ding steckt erstmal alles noch in der Planung und erstmal gucken, wie es wird und was wird und so weiter. Auf jeden Fall überholen wir den erstmal. Tja, wie gesagt, dann gilt es jetzt praktisch nur noch eine Location zu finden, wo man das Ganze machen kann. Ich denke mal, da werden sich schon einige Leute finden, die da Bock drauf haben zu so einem Ding. Und da mache ich mir eigentlich gar keine Sorgen, dass da irgendwie keiner Lust drauf hat. Dann schon eher, wie gesagt, eine Location zu finden. Ne? Was muss man beachten? Welche Auflagen hat man? Muss man bei der Gemeinde irgendwas beantragen? Kostet sowas Geld? Oder ich habe keine Ahnung, ganz ehrlich. Wenn ihr irgendwas dazu wisst und aussagekräftige oder belegbare Tatsachen dazu nennen könnt, dann wäre ich euch sehr dankbar, wenn ihr die mal da unten in die Kommentare schreibt. Weil, wie gesagt, sowas habe ich noch nie gemacht. Aber wie gesagt, kann ja nicht so schwer sein, wird ja eine private Sache. Keine kommerzielle Sache, kein Eintrittspreis, keine GEMA oder sonst irgendein Quatsch. Soll ja eine ganz private, kleine, mit ausgewählten Gästen, aber natürlich sind auch noch andere Gäste erwünscht. Warum auch nicht, klar. Nur soll es halt jetzt nicht so ein riesen Ding werden, wo dann auf einmal da ein paar hundert Leute stehen. Das ist eigentlich nicht so die Idee dahinter. Aber im kleinen Rahmen soll das schon stattfinden. Das Ganze an der Elbe wäre doch ganz klasse, wenn das nicht nur alles immer Naturschutzgebiet wäre. Hier rechts von mir ist nämlich die Elbe, irgendwo da hinten drüben hinter den Häusern. Das wäre toll. Irgendwie ist mein Spiegel schief. Ah, so ist besser. Nee, so ist besser. Tja, ich habe ja da schon eine Idee. Also eine Örtlichkeit, wo man das Treffen machen könnte. Da will ich jetzt mal hinfahren
und mal gucken, weil ich bin da schon 100.000 Mal vorbeigefahren. Das sieht aus wie so ein Campingplatz. Das ist eine riesengroße Wiese eingezäunt. Da stehen ab und zu im Winter oder im Herbst stehen da Caravans drauf. Ich denke mal, die sind da wohl zwischengeparkt. Aber irgendwie sieht das aus wie ein Zeltplatz. Und da will ich jetzt mal hinfahren, mir das mal ankicken. Und tja, vielleicht hängt da irgendwo eine Telefonnummer. Und dann kann man den Menschen ja mal fragen. Was natürlich auch sehr krass wäre, wenn man da dann abends noch ein Lagerfeuer machen könnte. Aber ich glaube, dafür ist es denn immer so eine Sache. Da gibt es, glaube ich, wieder zu viele Auflagen und bäh, von Gemeinde zu Gemeinde unterschiedlich, ich weiß. Und so weiter, ja, aber na, mal gucken, wie gesagt. Wenn nicht, dann gibt es halt nur einen Grill. Das ist auf jeden Fall Pflicht. Wenn nicht gegrillt wird, dann nicht. Also dann fällt das aus. Ja, hier vorne ist das gleich. Praktisch hinter der Brücke. Da unten ist dieses Fleckchen Erde. Da muss ich mal gucken. Hier auf der linken Seite. Hier ist ein Tor. Was ist das hier? Das sieht aus wie ein Campingplatz. Nein, das nicht. Quatsch. Da wohnt noch jemand. Aber das hier sieht aus wie ein Campingplatz. Das ist doch schon was hier. Eine frisch gemähte Wiese, wo nichts drauf los ist. Völlig krass. Ja, das wäre ideal, das Ding hier. Tja, ich habe da nur keinen gesehen. Da war niemand irgendwie zu sehen. Und einfach mal so auf blauen Dunst klingeln möchte ich da nicht, weil ich nicht weiß, ob dem das dann eben angehört. Ich werde da mal irgendwann noch mal langfahren demnächst und mal gucken, ob da jemand rumrennt. Und dann schauen wir mal. Okay, gut, das sollte erstmal gewesen sein. Ich gucke jetzt noch mal ein bisschen, ob ich hier irgendwas finde. Und dann wird sich ja demnächst herausstellen, ob wir da irgendwas haben oder nicht. Jo, dann würde ich erstmal sagen, bis neulich.